Wichtigen Tipp, den ich dir auf jeden Fall geben möchte, ist, habe immer ein Audiokabel für einen Beamer mit dabei. Das ist für uns DJs auf Hochzeiten wirklich wichtig. Also so ein kleines 3,5 mm Klinkekabel, vielleicht in 10 bis 15 Meter Länge, damit einfach die Gäste oder Trauzeugen, wenn die eine Überraschung oder eine Vorführung am Abend für das Brautpaar geplant haben, ihren Laptop oder auch den Beamer an deiner Anlage, an deinem Controller zum Beispiel, an deinem Mischpult, einfach mit anschließen können und der Ton dann über deine Lautsprecher läuft. Glaube mir, ich habe es schon so oft erlebt auf Hochzeiten, dass Trauzeugen nicht vorbereitet waren. Entweder hatten sie gar keine Lautsprecher dabei, sie haben nicht funktioniert. Und versuch mal 100 Mann mit dem Lautsprecher aus einem Laptop zu beschallen, wenn du jetzt eine 30 Minuten Beamer-Vorführung vorbereitet hast. Da versteht keiner was. Und nach 30 Minuten ist mit den Gästen gar nichts mehr anzufangen.